Hallo zusammen. Heute gibt es mal ein deutsches Voice-Over von mir. Da ich heute mit deutschen Produkten bzw. Action-Produkten arbeite, habe ich mir gedacht, dass die meisten von euch an einem deutschen Video interessiert sind. Lasst mich wissen, ob das stimmt. Hier zeige ich euch kurz, was ich benutzen werde, um zwei Karten zu basteln. Ich habe mich entschlossen, mal dieses Die-Set mit dem Vogelhäuschen auszuprobieren und dazu diese Die hier von einem anderen Set vom Action. Und ich würde außerdem noch diese beiden Dies hier, das sind die Bäume von dem Fuchs-Set, die werde ich auch noch für den Hintergrund verwenden. Ich werde mir meine Hintergründe selber machen und dann mit dieser Stanze hier ausschneiden. Das ist ein Set von My Favorite Things. Und das macht es mir einfach einen schönen, gleichmäßigen Hintergrund auszustanzen. So, für meine Hintergründe habe ich mich entschlossen, meine Gilliplate mal rauszuholen. Und hier seht ihr ein Beispiel, was ich so machen möchte. Ich möchte einfach einen Verlauf machen, aber keinen super geraden Verlauf, mehr so organisch, ein bisschen so grungy Verlauf. Ich habe dafür hier dieses Mixmedia-Papier, das ich immer billig kaufe in Michaels. Aber man kann natürlich auch anderes Papier benutzen oder Cardstock benutzen. Ich habe dann meine Oxide Inks rausgeholt. Ich werde einen Hintergrund in Gelb und Gelb-Grün machen und einen Hintergrund in mehr Blau-Ton. Ja, so, dann lasst uns mal starten hier. Ich habe mir die Gilliplate. Meine Gilliplate sieht schon etwas gelb aus. Das liegt daran, dass ich damit auch mit Alkohol-Inks arbeite. Ich habe hier mal einen Kartenaufleger oder eine Kartenbasis draufgehalten, damit man sieht, meine Platte ist 5x7 Inch. Das ist perfekt die perfekte Größe, um einen Hintergrund für eine normale A2-Karte zu basteln. Das ist amerikanische Größe. Jetzt tue ich einfach nur die Stempelkissen und tue ich einfach so über die Gilliplate drüber streichen und dann nehme ich Wasser und gehe relativ weit weg, um schöne kleine Blasen oder Wassertropfen auf der Platte zu haben. Hier habe ich das mal vergrößert, damit man das sieht. Und jetzt nehme ich einfach mein Papier und lege es drauf. Dann vorsichtig wackele ich so ein bisschen, damit sich das ein bisschen so vermischt. Und dann lasse ich das einen Moment darauf liegen, damit das Wasser auch in das Papier einziehen kann mit der Tinte. Und dann sieht man hier schon, hat man so einen schönen Verlauf von Blau nach Grün. Und ich habe jetzt hier noch ein bisschen Tinte übrig, den tue ich dann noch auf der anderen Seite drauf, damit man so ein bisschen gefleckt einen Hintergrund hat. Also ein bisschen grungy soll das schon aussehen. So sieht es dann aus. Ich werde das jetzt einfach auf Seite legen und trocknen lassen. Und dann nehme ich mir noch ein anderes, und zwar den ich auch schon gezeigt hatte, und nehme dann den Rest von der Tinte und lege den über den anderen Hintergrund. Das wird jetzt so ein bisschen mehr grünlich. Okay, jetzt mache ich einfach nur meine Platte sauber. Dafür nehme ich nur Wasser und ein Küchentuch. Und dann nehme ich das Gelb. Das ist hier diese Squeeze Lemonade. Das ist ein ganz, ganz helles Gelb. Und dann hier das Old Paper. Das ist so ein mattes oder so ein grünlicher Ton. Und dann wieder dasselbe mit dem Wasser drauf spritzen. Und dann mit dem Papier den Hintergrund abziehen. Ein bisschen hin und her wackeln.
Und jetzt haben wir hier noch einen gelben, grünlichen Hintergrund. Aber der ist mir noch ein bisschen zu gelb. Ich werde noch ein bisschen mehr Grün auf den Hintergrund drauf machen. Damit das Ganze nicht ganz so grelles Gelb ist. Hier habe ich dann noch mal das Old Paper drauf gemacht und dann nehme ich jetzt noch mal ein bisschen mehr Grün und dann wird das Ganze ein bisschen abgedunkelt. Okay, jetzt lasse ich die Hintergründe trocknen und dann geht es jetzt hier los mit den Stanzen. Hier zeige ich euch jetzt, was ich alles ausgestanzt habe. Also ich habe die zwei Bäume ausgestanzt. Dann habe ich eine ganze Reihe von diesen Blättern ausgestanzt. Und ich habe auch mir quasi eine Stenzel gemacht, indem ich die Stanze durch ein Stück Verpackungsmaterial, das ist so ein Plastik, ausgestanzt habe. Und dann habe ich hier das Vogelhäuschen ausgestanzt. Und ich habe alles in Weiß ausgestanzt, damit ich das dann selber einfärben kann. Ich finde es immer einfacher und schneller, wenn ich einfach alles in Weiß ausstanze, als jedes kleine Ding in einer anderen Farbe auszustanzen. Und ich finde es auch schöner, wenn ich die Teile für sich ein bisschen einfärben kann, sodass man ein bisschen Struktur drin hat. Und mit Papier, finde ich, sieht das immer so flach aus. Hier habe ich diese ganz kleinen Teile ausgestanzt und habe dahinter ein bisschen so Tesafilm geklebt, damit mir die Teile nicht rausfallen. Und dann ist ja dieses Blumenteil da drin und auch diese kleinen Gartenpfeiler, damit kann man dann so einen Zaun machen. Ich fange einfach mal jetzt hier mit dem Häuschen an. Ich mache ein Häuschen in Grau und ein Häuschen in Braun. Und dann waren diese Herzchen, diese Outline von den Herzen, die habe ich auf beiseite gelegt. Die bleiben weiß. So, und jetzt fange ich hier mal an mit meinem Distress. Hickory Smoke ist das. Und dann habe ich diese Fingerdauber, die ich immer benutze. Und dann streiche ich einfach hin und her, als wenn ich das Häuschen anpinseln würde, damit ich so eine kleine Struktur oder so strukturartige, damit es wie Holz aussieht. Und dann bringe ich ein bisschen mehr Schattierungen rein an der Seite und unten. Und auch in die Innenseite, wo das Herz ist. So, das war die eine. Und dann dazu mache ich dann den anderen hier. Dann nehme ich meine, das ist auch Distress, ist allerdings die Archival-Version. Aber ich habe die anderen nicht als kleine, als Distress-Inks. Und hier nehme ich ein Vintage-Foto für das andere Häuschen. Und dann nehme ich Espresso für das kleine Dach, also ein dunkleres Braun für das Dach und auch für diese das ist so ein Unterteil, was kommt unter das Häuschen, damit man so ein bisschen Kontrast hat. Das Herz mache ich auch dunkler. Mache ich auch in derselben Farbe wie das Dach. Und dann ist hier dieses Unterteil, das ist einfach nur wie so ein kleiner, wie so ein kleiner Strich. Na, für das andere, da war auch noch so ein kleines Teil dabei, so eine Art Deko-Teil, das unten drauf kommt, an die Unterseite. Und die Pünktchen, die da rausfallen, die habe ich aufbewahrt, weil das werden die Augen von dem kleinsten Vogel, der in diesem Die-Set ist. So, und dieses
Bei dem anderen Häuschen habe ich halt dieses Deko-Teil in derselben Farbe gemacht wie das Häuschen selber in dem Grau. Dann nehme ich mir hier die Bäume und dann für die Bäume habe ich mich entschlossen. Ich glaube, war das noch? Ich glaube, das war Frayed Burlap, ja. Auch ein Braunton und hier auch mache ich so die eine Seite mehr wie die andere, damit das so ein bisschen optisch wie ein Baum aussieht. Jetzt nehme ich mir die Blumen vor, die in dem Set sind. Und da sind so ganz klitzekleine, wie so Glöckchen sehen die aus. Da gehe ich ganz vorsichtig mit meinem lila Finger dabei drauf und tupfe die nur so an. Dann haben die mehr so einen gesprenkelten Look. Und dann für das Unterteil benutze ich Crush Olive. Das ist so ein grünlicher Ton. Und dann gehe ich nochmal an die Blätter mit einem dunkleren Grün. Und dann für die kleinen Blümchen, da gehe ich einmal mit Gelb drauf. Jetzt mache ich ein paar Gelb. Und ich habe hier diesen Stenzelpinsel. Den habe ich mir mal bei Amazon bestellt. Der ist super, um so kleine Sachen anzupinseln. Jetzt werde ich das Ding zusammensetzen. Erst die Blüten drauf. Und ich habe hier dieses Teil, damit man sich die kleinen Sachen da drauf kleben kann. Weil wenn die Teile so klein sind, hat man schon, das geht dann schon schwierig mit den Händen und den Fingern. Ich setze erst die Blümchen drauf und dann die kleinen Glöckchen, die kommen unten drunter. So. Und als Verzierung tue ich obendrauf noch die Nuvo Drops. Das ist die Farbe Cloud. Der ist so iridescent. Die Farbe ist so ein bisschen iridescent. Sieht total schön aus. Ich zeige euch das jetzt nochmal in groß, damit man das besser sieht. Hier kann man das sehen, wie das zusammengesetzt aussieht. So, und dann, wenn alle Blümchen fertig sind, gehe ich wieder an, mache an mein Häuschen, setze mein Häuschen zusammen und dann nehme ich auch ein bisschen Tesafilm und klebe mir das Herzchen von hinten in das oder klebe das so fest, damit es nicht rausfällt. Und jetzt hätte ich normalerweise diese weiße Outline auf das Herz kleben müssen. Aber das habe ich dann vergessen und habe das später drauf gemacht. Das zeige ich euch dann. Hier klebe ich jetzt diese Unterseite zusammen. Und dann wird das noch an die Unterseite gleich festgeklebt. Ich klebe erst das Dach dran. Und von hinten mache ich immer, gehe ich immer auf Nummer sicher und mache, dass das genau mittig sitzt. Und das mache ich auch unten mit der Unterseite so. Und von hinten nochmal gucken, dass das richtig sitzt, gerade sitzt. Und dann ist das Häuschen schon mal fest zusammengeklebt. Und dann habe ich mir diese Gartenzaunlatten in Mahagoni, Aged Mahagoni eingefärbt. Und die setze ich mir jetzt quasi auf das Unterteil drauf, sodass das wie so ein kleiner Gartenzaun aussieht. Und ich fange dann auch in der Mitte an, klebe erst die Mitte auf und den mittleren Pfahl auf und dann gehe ich nach außen, damit die Abstände besser und gleichmäßig aussehen. Und dann klebe ich quasi den Querbalken drauf,
einen oben und einen unten. So, und das erste Häuschen ist fertig. So, jetzt machen wir hier die Vögelchen. Und die Vögel, die male ich mit meinen Treiblendmarkern aus. Das ist ein bisschen einfacher. Und dann habe ich auch noch hier so einen schwarzen Alkoholmarker. Mit dem male ich jetzt die Teile an, die hinter Augen sind. Und dann kann ich diese ganz kleinen Teilchen hinterher wie kleine Aufkleber aus dem Stücken rausziehen, ganz zum Schluss. Oder abziehen. Und dann mache ich die Schnäbelchen, die mache ich dann mit dem Orange. Und da sind auch noch so kleine Runde dabei, das sollen die Backen oder die Wangen sein von dem Vögelchen. Die male ich aus in so einem Rosa. Und dann lege ich die erstmal auf Seite und dann fange ich mit dem ganz kleinsten Vögelchen an. Das sieht aus wie so ein kleines Osterei. Und der hat so ganz super kleine Flügelchen. Und die male ich in dem dunkelsten Ton von dem Treiblendmarker aus. Ich habe mich hier für so ein Lila entschieden. Und dann gehe ich mit der dunkelsten Farbe von dem Stift oben nochmal lang, um dann so eine kleine Schattierung reinzumachen. Und dann gehe ich mit dem mittleren Ton und dann wieder mit dem hellsten Ton drüber, um das auszublenden, zu vermischen, damit man einen schönen Übergang kriegt. Dann lege ich mir die erstmal auf Seite und fange mit dem nächsten Vögelchen an und mache da quasi dasselbe. Und jetzt hier für das nehme ich dann eine blaue Farbe, fange erst wieder an und male den ganzen Vogel mit hellblau oder mit der hellsten Farbe, hellsten Schattierung aus. Und ihr könnt natürlich dafür auch alle möglichen Stempelkissen benutzen, ihr könnt da mit Wasserfarbe dran gehen, ihr könnt mit normalen Filzstiften dran gehen, also oder ihr könnt die Vögel auch so mit farbigen Papier ausstanzen. Aber ich finde es halt immer am einfachsten, wenn ich die Teile, weil die so klein sind, anmale. Und wenn ich die ausstanze, dann verschiedensten Farben, dann gehen die mir verloren. Und ich mache hier dasselbe wieder. Ich gehe als mit der dunkelsten Farbe drüber und dann mit der mittleren und dann blende ich das wieder mit dem hellsten Ton aus. So. Und das Flügelchen mache ich wieder in der dunkelsten Farbe von dem Stift. Da ist auch noch so ein ganz kleines Teilchen dabei. Das ist wie der Bauch von dem Vogel. Und den lasse ich dann weiß als Kontrast. Und jetzt klebe ich das so zusammen. Also das ist eine ganz schöne Fizzles-Arbeit. Man muss sich dafür Zeit nehmen. Das geht nicht so schnell. Wenn man das ordentlich haben will, muss man sich ein bisschen Zeit dafür nehmen. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie Puzzle. Und am besten hat man auch so ein kleines
so ein Tool, so ein Werkzeug, wie ich das da benutze, damit man diese ganz kleinen Teile besser draufsetzen kann. Hier kommen jetzt die Augen. Das ist auch ein mega mini, mini Teil. Und dann die kleine rosane, der rosane Kreis, der dann die kleine Wange ist. So. Und dasselbe mache ich jetzt auch noch mit dem anderen Vogel hier. So. Und am besten nimmt man dafür Flüssigkleber, der hinterher durchsichtig trocknet. So, falls dann ein bisschen was von dem Klebstoff daneben geht, sieht man das hinterher nicht mehr. Hier habe ich das mal so angehalten, damit man die Vögelchen sieht, wie sie aussehen. Und dann mache ich jetzt hier den klitzekleinen, das Küken quasi. Und da benutze ich, habe ich mir die kleinen Punkte, die rausgefallen sind aus der einen Stanze, auch schwarz angemalt. Und die benutze ich jetzt quasi als Augen. Und dann nochmal so einen kleinen Schnabel drauf. Also das Ding ist wirklich teeny tiny. Super klein, klitzeklein. So, jetzt klebe ich hier an diesem Häuschen das schon mal fest. Damit ich nicht vergesse, wie ich das gestalten wollte. Einen Vogel setze ich oben drauf. Und dann einen Vogel, den setze ich auf den Gartenzaun. Und dann, die Blumen sind mittlerweile auch getrocknet. Da setze ich einen unten dran. Und das kleine Küken setze ich genau oben drauf. Ups. Das ist so. Mama Vogel, Babyvogel und Papa Vogel sitzt oben auf dem Dach. Und dann die anderen Blumen kommen dann oben aufs Dach. Da, und so sieht es fertig aus. Und wie gesagt, hier kann man jetzt noch mal sehen, ich habe hinterher noch die Outline um das Herz drumherum geklebt. Und hier ist der Hintergrund, den ich benutzen werde. Und zwar habe ich da hier diese Schablone benutzt oder die Stenzel und habe dann einfach mit den zwei Grüntönen hier das Blatt ein paar Mal auf den Hintergrund aufgestenzelt. Und ich zeige euch das jetzt mal kurz, einfach drauf. Und dafür ist auch dieser Stenzelpinsel perfekt geeignet. Man kann einfach so von außen nach innen das auftragen, die Tinte, auch nicht zu grob, so ganz leicht. Nur man braucht, es ist wie aufpinseln im Prinzip. Man braucht da nicht großartig drauf drücken oder so. Und da hat man auch sehr schön dieses Blatt. Okay, so hier ist meine Kartenbasis und jetzt klebe ich mir den Hintergrund erstmal auf mit doppelseitigem Klebeband hier und dann klebe ich das auf den Hintergrund. Bevor ich das mache, klebe ich erst den Baum auf, weil der ist ein bisschen zu lang, den muss ich oben und unten ein bisschen abschneiden. Und das geht besser, bevor ich das auf die Kartenbasis quasi draufklebe. Ich klebe dem genau in die Mitte und dann schneide ich einfach oben und unten das ab. Und dann sieht das so aus wie ein Baum. Dann nehme ich das und klebe das gerade
auf meine Kartenbasis. So. Und dann setze ich mir hier das Häuschen zusammen. Das ist jetzt das andere Häuschen, wo ich nur zwei Vögel benutzen werde. Eine Vogel sitzt auf dem Gartenzaun, der andere ist quasi fliegt vorbei. Und dann klebe ich wieder die Blümchen oben und unten fest. Und dann klebe ich mir auch dieses 3D-Tape an meinem Spruch hier und klebe das so ein bisschen angewinkelt auf den Baum. Dann sieht das so aus, als ob das Schild da so dran genagelt wäre. Und dann klebe ich auch mein Häuschen mit 3D-Tape auf und hier ist es fertig, die fertige Karte. Für die andere Karte habe ich jetzt diesen Hintergrund. Ich weiß nicht, was ich mit dem anderen blauen Hintergrund gemacht habe. Ich konnte ihn nicht mehr finden. Ich habe jetzt einfach einen anderen genommen und hier ist das andere Häuschen, was ich schon festgeklebt hatte. Und auch da habe ich diesen weißen Outline von dem Herz draufgeklebt. Hier habe ich jetzt den Baum. Den werde ich jetzt auch draufkleben in die Mitte. Aber dieses Mal werde ich ihn quasi oben abschneiden. Und dann sitzt das Häuschen quasi wie auf einem Pfahl. So. Dann klebe ich das schon mal fest. Und dann nehme ich mir wieder das Crushed Olive und nehme meinen Pinsel wieder und dann pinsel ich mir ein paar von diesen Blätterchen, die ich ausgestanzt habe und mache nur ein bisschen Farbe so an die Außenseite von den Blättern. Wenn ich dann damit fertig bin, und das ist so meine Methode, wie ich den Klebstoff dran mache an so Kleinstteile. Ich tue mir das einfach auf meinen Handrücken, was wahrscheinlich nicht die beste Möglichkeit ist. Aber für mich ist sie am effektivsten und klebe dann die Blätterchen einfach in so einem kleinen Kreis von außen auf den Hintergrund und dann schneide ich das Überstehende weg und dann habe ich so meinen Hintergrund. Den klebe ich jetzt auch wieder mit doppelseitigem Tesafilm oder Tape auf meinen Hintergrund, auf meine Kartenbasis und dann klebe ich auch mein Häuschen auf mit 3D. Tape. Und dann für diese Karte habe ich noch einen anderen Spruch ausgestempelt. Der kommt aber von dem gleichen Set. Das ist ein Sizzix Set. Und hier ist die Karte. So, hier sind nochmal beide Karten. Hier ist diese mit dem aufgeklebten Blättern im Hintergrund. Und dann haben wir die andere Karte mit den gestenzelten Blättern im Hintergrund. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, lasst mich wissen, ob ihr das gerne habt, wenn ich einfach mal ein deutsches Voice-Over mache. Es würde mich einfach mal interessieren. Und lasst mir Kommentare da. Ich freue mich über Kommentare. Ich beantworte eure Fragen gerne. Und ich hoffe, ich sehe euch in meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.